Da muss ich eigentlich gar nicht mehr weiter hoch, ne? Ich habe das, glaube ich, vergessen zu bearbeiten im Frühling. Weil das kam mir so kurz vor. Egal, ich gehe dann mal nochmal kurz gucken. Aber jetzt machen wir erstmal alles, was wir im Sommer erledigen müssen. Bevor ich jetzt die ganze Zeit unnötig hin und her wechsle. Wir sind ja hier noch nicht durch. Do it! So, warte mal. Dazu gibt es nichts, was, aber... Die Kamera will hier nicht mitdrehen. Und das fuckt mich ab. So. Ja, ich sehe Jutz da oben. Ich komme ja gleich. Weg mit dir. Du auch. Und alle guten Dinge sind drei, wa? Habe ich euch kaputt gemacht, ihr Schweine. Gehen wir erstmal hier drin Party machen. So, man kann diese Aufgabe bewältigen. Hiermit. Man kann natürlich auch die Zubas oder wie die heißen, mit Eierattacken oder Peak-Attacken platt machen. Aber das brauchte ich nicht. Schon wieder 4 Puzzleteile. Scheiße, das heißt, wir haben die Hälfte des Levels schon abgeschlossen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht, das gibt's einfach nicht, gell? Hier gibt's eine Aufgabe. Ja, sag mal, willst du bitte rausspringen? Dankeschön. Die kann man. War hinten drin noch was? Die kann man im Sommer machen. Die kann man aber auch erst im Herbst machen. Im Sommer ist sie schwer, im Herbst ist sie leicht. Und zwar bei diesem einen Gerüst, wo wir eben waren. So, jetzt haben wir erst einmal 5 Raupen. Die Aufgabe, die ich mich bezogen habe, ist die da drüben. Im Sommer kann man da versuchen rüber zu springen. Und wir riskieren das. Hinkommen geht. Zurück ist das Problem. Ah, genau das habe ich erwartet. Aber hey, ich habe es gut abgefangen. Muss ich nur wieder den Baum hoch? War hier unten schon irgendwo noch ein Baum? Nee, nicht mehr. Ich hätte es gedacht. Also, die Aufgabe haben wir auch abgeschlossen. Man kann die im Herbst natürlich viel einfacher machen. Da ist nämlich der Boden fast komplett vollständig. Aber ich hab's riskiert und das ist mal gut gegangen. Ist selten bei mir der Fall, ne? Mal riskieren, mal nicht. So, jetzt müssen wir uns aber noch weiter hocharbeiten, wir sind immer noch nicht durch. Eine Hassaufgabe kommt ja eigentlich von mir. Also die einzige Aufgabe, die ich hier nicht so sehr mag. Die kommt noch im Herbst. Aber jetzt einmal wollen wir uns erstmal hier durcharbeiten. Kamera spinnt hier zwar schon wieder, aber immerhin war jemand so freundlich und hat diesen fliegenden Weg weitergebaut. Von daher ist halt alles okay. We cool, buddy. So, schauen wir uns mal kurz um. Ja, kommt wieder ein paar goldenen Federn gebrauchen. Da unten haben wir auch noch einen Wurm, nehmen wir schon mal vorbereitend mit, weil dieser kleine Adler will natürlich, upsa. Sag mal, willst du mich verarschen? Dieses kleine Vogel will natürlich nicht nur im Sommer was futtern.
Wir dürfen jetzt Babysitter für den spielen. Da hinten ist er schon, habt ihr ihn gesehen? Holy shit. Beinahe hätte ich Mist gebaut. So, noch ein Mumbo-Schädel. Man weiß ja nie. Obwohl ich eigentlich gar keinen mehr brauche, aber egal. Kamera, du drehst dich jetzt mit, ey. Ich werd wütig hier. So. Fütter den mal. Ist aber hier so ein Schnellwachstumsschub. Das ist bestimmt irgendwelche chemikalischen Fabrikate, diese Raupen. Mit genmanipulierenden Effekten. Ne, ich babbel auch nur ein bisschen, ich weiß. Der wäre beinahe etwas zu knapp gewesen, dieser Sprung. Mal gucken, ob ich da oben halt noch was erledigen kann. Ob ich da zumindest irgendwo noch eine Raupe oder so mitnehmen kann. Nix. Gehen wir mal hier durch. Na, selbe Spielchen wieder. Hier sah nichts. Geh mal raus. Hey, raus mit dir. Bleib da einfach hängen. Voll der Hängi. So, das heißt eigentlich. Wow. Also eigentlich sind wir fertig. Aber. Kadabra. Oh, scheiße. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Jetzt werde ich nochmal kurz hin und her switchen zwischen Fuli. Hohoho. Das war eine Kunstlandung, was? Okay. Ich werde nochmal kurz in den Frühling gehen, weil ich meine, ich habe da jetzt doch was vergessen zu machen. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber zu einem Großteil schon. Ich meine, ich hätte ja eine Aufgabe übersehen, die ich noch hätte erledigen müssen. Deswegen werde ich mich um die jetzt kümmern. Das war die mit dem Acker. Ich glaube, ich hätte da in dieses Loch Eier reinschießen müssen. Ah, genau die. Genau, das Fels ist wieder da. Man kann also im Frühling, selbst wenn man im Sommer das beseitigt hat, nicht wieder da, nicht da reinschwimmen. Zeitreisen wurden hier noch nicht erfunden. Ich wusste doch, ich hab da was vergessen. Ja, deine Mutter, ey. So, jetzt müssen wir mal im Sommer an dieselbe Stelle gehen. Um das vorzubereiten. Dann können wir im Herbst weitermachen. Frühling, schon mal Herbst und Winter, gell? Das ist ja Ding, ist das. Was ein Driss. Dann müssen wir schauen, dass ich die Noten vervollständigen bekomme, weil ich habe erst noch nicht so viele. Aber es soll ja kein Problem werden. Bam 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 badadadam. Bad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 
Ihr beiden schon wieder. So, jetzt haben wir... Oh, da drüben ist nämlich eine Raubkugel sehen. Die können wir ja schon mal vorbereiten mitnehmen. Für den Herbst. So, jetzt haben wir wieder um ein bisschen Wasser bereichert. Quatsch. Erleichtert, so rum. Nicht bereichert, erleichtert. Verdünnisieren wir uns mal. Und damit auf geht es in der Herbst. Servus. Wer muss noch mehr holen? Baby hat Hunger. Will 10 Raupen haben. Ah, ich dachte 15. Na, egal. Ja, 15 sind es dann insgesamt. Okay, so kann man es auch sehen. So. Jetzt wird auf einer Flöte auch mitgespielt, wie man hört. An den Arrangements, die Fans sind. Das Coole ist jetzt, wie sie uns hier die... Ah, scheiße, da sind ja Noten drin. Mo kennt da bestimmt wieder so einen Trick, wie man da besser rankommt. Der ist nämlich so ein Banjo-Kazooie-Crack. Müsst ihr auch mal gucken, Mr. Videoschmied hat auch ein Banjo-Kazooie-Let's Play gemacht. Da kann sich auch meine Grafikhure, die sich da neulich ausgekotzt hat, bei ihm nicht beschweren, weil er auf einem Emulator gezockt hat. Ich gehe doch trotzdem schon auf die Hälfte der Noten zu, das ist ja cool. Na komm, soll mit sein. Ha, ich hab ihn gerade so erwischt. Jetzt gehen wir gleich mal beim Mumbo vorbeischauen. Ja, auf jeden Fall, schaut bei Mr. Videoschmied rein. Früher auch bekannt als Memories of 64. Sehr geile Kommentarstil. Und sehr geiles Banjo-Kazooie Let's Play. Verzieh dich. Bam, bam. Ich finde es so cool, wie die hier so vom Sound her Frösche mit integriert haben. So, typisch für Herbst. Ziehen wir natürlich auch Gummistiefel an. Ah, hier drin haben wir auf jeden Fall eine Raupe. Ach so, jetzt habe ich es leider weggedrückt. Er hat nur gesagt, muss jetzt ganz viel Laub fegen, hat keine Zeit für Zauberei. Ich wollte nur die Gummistiefel ausziehen. Goddammit. Egal. Sollte ich mal ein Let's Replay hiervon machen, machen wir vielleicht die X-Bla-Version. Oh shit, man. Warum habe ich das eigentlich eingesammelt? Ist, um da rüberzukommen. Dann können wir auch gleich hier beim Acker weitermachen und dann besuchen wir mal Gnorti. Weil jetzt ist das Wasser wieder hoch genug. Jetzt ziehst du die mal aus jetzt. Hallo? Warum reagierst du nicht? Komisch. Mein Controller hat nicht reagiert, um diese Schuhe auszuziehen. Egal. Ja, also auf jeden Fall, wir haben ein paar mehr Sachen hier abzuklappern. Ein Jinjo. Ich glaube, der letzte ist im Winter. Dadurch, dass wir jetzt hier überall so hoch laufen können. So. Gobi, ich hab gehört, du hast nur ein bisschen Wasser, gell? Jetzt hat er so keinen Bock mehr auf uns. Ich habe eine Idee. Schau ab in die Lava-Welt. Dort werdet ihr mich niemals finden. Ja, das wurde sogar als Gag übernommen. Ich will nicht zu viel verraten von Tui. Aber vielleicht hat es der ein oder andere eh schon mal gesehen. Banjo. Tui Let's Play. Achso, ich komme da gar nicht so hoch, gell? Ich komme da ja gar nicht so hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hoch kann oder ob ich das auch erst im Winter machen kann, wenn die Pflanze dann nie wieder eingegangen ist. Na, da drüben. Was sind da noch Notenteile? Da unten liegt noch die goldene Honigwabe von davor. Freaking Libelle aus dem Sumpf wieder.
Sumpflieder des Todes greift dich an. Hat der auch? Der hat keine. Keine Noten. So. Jetzt haben wir 2 Monate Vorbereitung gehabt für diese Aufgabe. 2 Monate durch 2 Jahreszeiten. Also ungefähr ein halbes Jahr. Dann noch unfreundlich hier. Der ist ja richtig unfreundlich. Hat hier wird ja gar nicht. Ich wollte nur gucken, ob der hier noch was zu verzollen hat. Hat aber nicht. Dann her damit! So. Bleiben nur noch 4 Noten. Quatsch, 4 Noten. 4 Puzzleteile. Wir kommen ziemlich zügig voran hier, Meister. Geh weg! Ärgerlich wird's dann nur bei der Notensuche. Weil es halt auch mal passieren kann, dass man in einer Jahreszeit eine übersieht. Ich meine, ich hätte jetzt erstmal alle von dem Baum hier.